112. Liam, hör Ich hab auf. dich nicht gehauen, Mann. Das ist diese Lampe da oben. Ich Ich mach ein hab bisschen. dich nicht geauen. Ich habe dich nicht geauen. Aus dem Auenland komme ich. Alter Liam, kannst du mich noch einmal runter? Ich hab's gerade schon gesagt, Wayne. Ich hab dich nicht geauen. Ich hab dich nicht. Alexander, hast du schon die Season 3 gesehen? Season 3. Ich glaube, das war noch ich die erste, nicht mal die erste oder zweite gesehen. Das war richtig. Nur mag nämlich kein A. Richtig. Ach so. Dann. Entschuldigung, dass wir. Ach, ich mach die Lampe jetzt weg. Joachim Lambi? Ist das richtig? Mozzi Mabuse? Ist das richtig? Ja, was? Ja, aber. Was ist mit Haftbefehl? Der Name Mozzi Mabuse passt auch, ey. Ja. Ja. Joho, joho! Alter, was ist das denn für ein Sprung, Mann? Joho! Ist gut gegen Skorput. Oh, Skorput, das macht das Zahnfleisch weg. Also es ist jetzt nicht so schwierig hier, die Schalau. Ja, aber ich verstehe. Achso, ich kann einfach so machen und dann hier rein. Ja, na, hast du geschafft. War's richtig? Ja. Junge Spinnweben. Das sind Netz. Gehen wir mal aus der Kelleck-Sicht. Ein Net. Das geht ja gar nicht kaputt. Nee. So, sorry, Zuschauer, die mir eigentlich scheißegal sind. Ich muss gerade was am Handy. Es ist Corinna. Hat jemand den Block da weggemacht? Nee, Corinna. Liam, schrie einfach durch, frag mich immer so dumm. Weiter, Corinna. Corinna. Kick-T-Shirt, Aldi-Hose. Leon, das hat doch kein. Das hat doch hier kein Gesicht. Ist gleich runter, dann werde ich wieder nach oben schlagen. Fuck. Wenn ihr übrigens Bock habt, am Vatertag noch danach was zu machen. Ja, doch. Hatte ich eigentlich, aber ich muss nächsten Tag früh arbeiten. Ja. Hab ich gerade auf den Plan geguckt. Doch. Ne. Okay. Richtig behindert, Alter. Wer arbeitet denn nach Vatertag, ey? Moment, weil der ja, weil ich da eingeteilt wurde. Was kann ich denn dafür? Ben arbeitet nämlich bei Tom. Tom ist ein guter Laden. Und hat nur viele Preise. Alter, du hast mich jetzt ernsthaft in die Spinne reingeschlagen. Also. Danke. Ja, du bist im Game Mode. Ich kann dich gar nicht runterschlagen. Das stimmt überhaupt nicht. Lol, übelst die Lex einfach nur. Du standest einfach 3 Sekunden lang auf dem Block. Die Lex einfach nur Stilettos. Junge, wieso ist da einfach so ein Button, wo nichts passiert, ey? Ich bring den Typen gleich um. Es ist Corellamon. Alter. Das nervt mich. Ey, Wayne, was macht eigentlich Simon? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ihr wart doch Brüder. Ja. Okay, und? Nee, weiß ich gerade echt nicht. Ihr wart doch Friends. Er geht zur Uni und macht ja, halt. Das weiß ich ja in den letzten Monaten so. Er macht mit Richards Bande und so. Was? Mit Richards Bande und so. Ja, seine neuen Freunde eben, ne? Ja, da meinte Anja zu meiner Mutter, was für einen schlechten Einfluss sie haben, ne? Weil Lukas ja auch schon 30 Mal sein Studium abgebrochen hat und so. Sieht man ja auch nicht auf die Kette bekommt. Ja, ja. Sieht man ja auch nicht auf die Kette bekommen und so. Das stimmt sogar, ey. Lol. Seine Klausur hat er auch irgendwie verkackt, ne? Ja. Wo bist du denn jetzt hier lang, ey? Was macht der denn da jetzt? Ja, wo muss ich denn hin, wenn ich hier drauf gesprungen bin? Ach, da rein. Was? Gut, congratulations, Alter, wir sind hier gerade 3 Sekunden lang rumgesprungen. Ab zu Challenge 12. Was ist das denn hier für ein Room? Das ist mal pissen hier. Das ist ein Fotzen. Das sollte ich mir auch schreiben. Ja, warte mal ganz kurz, Leon. Ja, ich will nur die Schallplatte hier einlegen. Zuschauer hört das ja gar nicht. Geiler Bass, Junge. Junge, was ist das jetzt gerade für ein Sound?
machen wir den Sound leiser. Oh, Junge. Dieses geile Geräusch ist mal. So richtig flaches. Wollen wir mal gucken, wie tief das ist? Hier wollen wir mal gucken, wie tief das ist. Drei Blöcke. Soll ich da gucken? Was? Nee, wie tief das hier ist. Ach so. Ja, guck mal. Junge, jetzt geht's gleich. Kommt so ein richtiger Rampage hier. Boah. So, jetzt machst du da gleich die Secret unterirdische Challenge kaputt. Mit 300 weiteren. Zuschauer sehen mal ganz kurz schwarz, weil ich nämlich kurz was umstellen muss. Mausoption. Scrollen aus. Wenn nämlich so einen buren teuren PC habt, dann macht er einfach diese Dinger aus. Ich hör's doch schon wieder planten. Ja, ich brauche jetzt auch bis da oben einfach so eine scheiß TNT-Schnur. Die zünden wir gleich. Nee, pass auf. Beeilen uns. Cheat dir mal schnell eine Druckplatte. Warte. Game Mode. Wo ist denn der Scheiß? Ach da. Ja, hab ich. Okay. So, warte. Ja. Hier, mach mal da die Druckplatte drauf und nicht drauf drehen. Ist nicht ein bisschen auffällig mit dem Stone? Ja, können wir gleich noch ein bisschen wegmachen. Lass mal das dann drauf gehen, oder was? Ja, natürlich. Aber erst will ich noch ein bisschen den TNT hier unten planten. Wechsel du mal den Stein aus. Ich weiß nicht, was das für ein Stein da oben ist, oder irgendwelchen nehme. Ja, nee, ist doch richtig. Lass so. Weil wir müssen ja auch die richtige Trittplatte dafür haben und so ist das ganz gut. Aber ich meine, es muss ja nicht alles Stein sein, sonst fällt sonst auch mein. Stein? Stein! Ja. So, dann erstmal hier den Checkpoint aktivieren, so. Ja. Na, was wird denn das? Der einzige Checkpoint, der funktioniert, darüber. Oh, ich hab mir die ganze Challenge schon wieder hier weggerissen, ey. Junge, guck mal, wie tief es da runter geht, ey. Alter. Hast du gerade Tine Wittler gesagt? Ups. Ja, ist aber alles heile geblieben, Lel. Außer die 12, die kann man nicht mehr richtig lesen. Egal, weiter, ne? Tine Wittler? Was soll ich sagen? Tine Wittler? Challenge 12, Stage 1. Cool. Jetzt muss ich schon wieder kurz ans Handy. Die Kamera so, dann sieht man, wie es so ein Spaß geht. Das ist jetzt schon ganz schön eine Gayfisch. Das ist was Gays in deine scheiß Haken. Wie was? Was, Wayne? Was genau? Komischen Eltern. Oh, Junge! Egal. Die haben natürlich wieder nicht ey, weißt du, an der einen Aufnahme? Da ist ein Wort drin. Was? Nichts. So, jetzt geht's hier weiter. Wo geht's denn hier lang? Oh, klar, dass es wieder die erste Frage ist. Ja, ich hab schon davon. Hast du eh nicht. Hast du eh nicht. Wenn du ein Bauerntölpel bist. Okay. Bin ich hier durch die Wand gestiegen. Was soll das haben, du Bauerntölpel? Tölpel. Überall Tölpel. War das richtig? Alessandro, ich hab dir übrigens ein Turnierschwert gegeben. Ist das im rechten Sinne? Ich wollte ein Stilett, wie gesagt. Gab's nicht. Ich hab alles durchsucht, aber dann habe ich mich für das Turnierschwert entschieden. Ah, ist okay. Weil, weißt du was, halt so ein Fechtmeister und so, ne? Kannst du eigentlich glauben. Adelsexperte, aber naja. Ja, und nebenbei warst du halt nur noch, aber naja. Gardistenausbilder. Gardistenausbilder. Ein großer Fechtmeister, du warst bekannt für deine Fechtkünste. Ja, ist okay. Nebenbei bist du natürlich noch ein Magier der schwarzen Materie. Echt jetzt? Nein. Nee, das mit Magiern ist richtig kompliziert, aber ich kann auch mal durchzulesen. Ja, warum? Welche Rasse bin ich nochmal, Wayne?
Du bist rassenlos. Du bist so ein Halbelf.